Евгеньевна. Да, ну, подай или назад, или вперед, что мы стоим на месте. Сейчас, сейчас, я никак не могу. Что ты не можешь, что ты не можешь? Иди воды налей, подложи что-нибудь под колеса. Ты мне мозги-то не пыли, давай, подложи быстрее. Давай, ехать надо. Сейчас, сейчас. А там нет, ты машина знак, я думал. Ich sehe Straßen mit deutschen Schildern. Das ist meine Heimat, sagt man. Ich war 8 Jahre alt, als meine Eltern sie verlassen mussten. Soldaten und Offiziere der 9. Armee, die Seeloer Höhen sind gefallen. Berlin liegt unter Artilleriebeschuss. Ich bin in Moskau aufgewachsen. Dort lebt meine Mutter. Ich ging an die Front wie alle dort. Soldaten der 309. Infanteriedivision. Widerstand heißt Tod, Gefangenschaft, Leben und Rückkehr zur Familie. Fast täglich spreche ich solche Sätze. Schüsse sind die Antwort. Überläufer kommen selten. Wartet nicht bis 12:05. Ich bin 19 Jahre alt. Komm raus! Hier passiert nichts. Ergib dich! Vor 3 Tagen hat unsere Armee die Front durchbrochen. Wir stoßen nördlich an Berlin vorbei.
Что случилось? Где мы? Дернау. Да вот я здесь одна с тех пор, как меня утром высадили танкисты. Никого нет. То есть как никого? Да вот так, товарищ командующий, никого нет, ни наших, ни немцев. Видишь твой порядок? Черт бы его побрал. Я же вам докладывал, товарищ генерал, что мы наступаем непредвиденными темпами. Тыл отстал. Это не тыл, а безобразие. Товарищ генерал, по вашему приказанию явился. Скажи, лейтенант, откуда ты? Из Москвы, товарищ генерал. Я спрашиваю, в каком городе ты родился? В Кельне, товарищ генерал. Жаль. Предоставить Кёльн тебе я не могу. Там американцы. Ну вот, Бернау твой. Выполняйте приказ, лейтенант. Командую. По машинам! По машинам! Прибыл в ваше распоряжение, товарищ комендант. Документ. Die Stadtverwaltung. Hier hat sich jemand umgebracht. Ihre Mutter? Nein. Sie wohnen hier? Ich bin hier einquartiert seit 2 Tagen. Warum ist das passiert? Vielleicht sollten wir uns alle aufhängen. Warum reden Sie sowas? Der Krieg ist bald zu Ende, Hitler ist hin. Keine Familie? Wir haben uns verloren. Wir sind aus Pommern und sollten nach Schwerin. Aber da kommt kein Arzt mehr hin. Das dauert noch 2 Wochen. Keinen Tag länger. Und danach? Danach wird sich auch das Leben des deutschen Volkes normalisieren.
Die Trümmer werden weggeschafft. Und was wird aus mir? Soll ich hier bleiben? Oder wieder zurück? Oder weiter nach Westen? Bist du Deutscher? Wie kommst du denn dahin? Lieutenant! Da! Там дом. Кто-то вывесил на нем красный флаг. Ну, я иду. Diese Zeit hat uns allen viel Schweres gebracht. Umso mehr ist heute Einfühlungsvermögen nötig. Verständnis von Mensch zu Mensch, um die geschlagenen Wunden zu heilen. Ich möchte Ihnen als Bürgermeister dieser Stadt meine aufrichtige Mitarbeit anbieten. Ich heiße Sie also willkommen. Ich bin Ihr Kommandant. Das Haus ist beschlagnahmt, Sie haben es sofort zu räumen. Первый посетитель. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Ich bitte um die Erlaubnis, für die hiesige Gemeinde eine Predigt abhalten zu dürfen. Das wird bis morgen gedruckt. Wir haben nur eine Handpresse. Waren Sie in der NSDAP? Nein. Was zeigen. Unsere letzte Nummer. Da wurde die Druckerei zugemacht.
28. Februar 1933. Waren Sie in der KPD? Nein, Mitglied nicht. Wir sparten die Bolschewiki. Wie bitte? Wir brauchen einen Bürgermeister. Sie werden Bürgermeister. Ich kann das nicht. Sie müssen. Ich bin nicht geeignet. Ich bin zu alt dazu. Sie müssen. Was haben Sie da für ein Zeichen gemacht? Sie haben Widerstand mit IE geschrieben. Es wird nur mit I geschrieben. Der Befehl wird auch so verstanden werden. Warum ist der Lieutenant? Мне надо. Это я могу. А я сам. Да брось ты. Иди. Есть. Ну-ну. Товарищ лейтенант, тут девушка. Вы ее знаете? Пусть войдет. Почему она уже здесь? Да вы же сами приказали. Was wollen Sie? Kann ich hier schlafen? Hier ist keine Wohnung, hier ist die Kommandantur. Lieber mit einem als mit jedem. Hier ist die Kommandantur. Да ты говоришь по-немецки. А что ей надо? Она хочет здесь переночевать. А ты хорошо говоришь по-немецки. Она боится. А тебя не боится, так? Наших боится. Это и скажи следующее, раз вы так хорошо друг друга понимаете. Я тоже боялась. Звериным страхом боялась. Sie hat auch Angst gehabt. Ist sie ein richtiger Soldat? Ja. Что? Она спрашивает, ты настоящий солдат? А ты ответь, что в армии я не для забавы, а потому что у меня ничего нет. Ни стула, ни стола, ни крыши над головой. Немцы ворвались в нашу деревню, когда была зима. Стоял 30-градусный мороз. Народ подыхал от холода. Я сама видела, как замертво валились старики, старухи, почти все ребятишки. Переведи ей это все, дословно. Die Deutschen haben in der Sowjetunion schreckliche Dinge getan. Das glaube ich nicht, что она говорит. Она не может себе это представить. Ну, конечно, она не может себе этого представить, потому что ты неправильно переводишь. А ты что, Никс Ферштейн? Афербранте Эрда. Никс Ферштейн! Ты корова, глупая, грязная, что ты понимаешь, что ты видела? Was will sie? Ich habe nichts getan. Почему ворвались в нашу страну? За что вы нам столько мук принесли? Ich habe doch nichts gemacht. Ich doch nicht. Und wenn es alles so ist, was kann ich denn dafür? Was hilft mir das jetzt? Jetzt hilft mir kein Mensch.
Вот видишь? Теперь они боятся. Выгнать ее, да? Не знаю, дело твое. А меня куда ты разместишь? Ты можешь занять целую спальню там. Ну, ты ее там устрой. Почему вы движетесь назад? А кто знает, где сзади, где вперед? У нас приказ и все. Отвали. Слушай, лейтенант, что ты здесь делаешь? Меня оставили комендантом. То что? Я комендант! Повезло тебе, комендант. Трогай меня. Будь здоров! Кто там? Стой! Стой! Unverzüglich setzten wir zum Gegenstoß an. Volkssturmmänner, 60-Jährige neben 15,5-jährigen Jungen. Dazwischen schwer verwundete Soldaten dieses Krieges, die als Hitler-Jugendführer nun in den Einheiten der Jugend ihren Dienst getan hatten, schärften zum Gegenstoß an. Viele von ihnen nur mit einem Arm. Чингис, чаю! Гриша, подъем! Грегор! А, пистолет на столе, это как Кутузов после Бородинского сражения. Фронт далеко, дружище. Ну чего ж ты? Откуда ты взялся? Завтракать. Говорили. Иди умывайся. Четко говорят. Чингис! Теперь метла. Молодого. Нахожу ты. Кришенька. Ну? А где пластинки? Какие пластинки? Как какие пластинки? Которые я тебе приказал достать? Блондус Кэтхен, Розамунда. Корн, Блюмен, Блау. Нет пластинок. Ну скажи, Чингис, какого черта его назначили комендантом, а? А черт его знает. Никакой он не комендант. Ну, слава богу, вот-вот здесь будет настоящий комендант. Профессионал. Ну, почему нет? Wir sollten für den Stab Quartier machen. Gewöhnlich suchten wir am Stadtrand. Ja.
Müller, die Stiefel für die Abrechnung. Wie kommen Sie hierher? Was machen Sie hier? Mich interessiert, was Sie hier noch machen. Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass wir eine Heeresintendantstelle sind. Wir haben heute früh unsere Arbeit aufgenommen, wie immer. Und Sie wissen nicht, dass unsere Panzer seit gestern hier durch sind? Wir haben gestern nicht gearbeitet. Wir kommen mit dem Bus aus Berlin. Und ich bin seit gestern hier Kommandant. Sind Sie Deutscher? Machen Sie sich fertig. Gestatten Sie, dass ich mich bei meiner vorgesetzten Dienststelle ordnungsgemäß abmelde. Was meinen Sie? Ich möchte diesen Vorfall ordnungsgemäß melden. Sascha! Und wo Sie gerichts verliehen. Bitte. Bitte den Offizier vom Dienst. Hauptmann Schmidt. Major Behrendt. Hauptmann Schmidt, ich habe Ihnen eine außergewöhnliche Meldung zu erstatten. Unsere Dienststelle ist soeben von der russischen Armee besetzt worden. Ich bitte mich in russischer Gefangenschaft abmelden zu wollen. Was? Meine Dienststelle ist soeben von der russischen Armee überrollt worden. Die Russen bei Ihnen? Das ist doch völliger Blödsinn. Würden Sie meine Meldung bitte bestätigen? Hier, Leutnant Hecker, mit wem spreche ich? Hecker? Kenn ich nicht. Ich bin Leutnant der Roten Armee und... Seid ihr dort alle besoffen? Bei uns grennt der Ivan und ihr lasst euch in Ruhe volllaufen. Geben Sie mir sofort den Major. Passen Sie jetzt mal genau auf. Hier ist starscher Lieutenant Zyganuk. Und du bist... Ядрить твою в бога душу мать, гитлеровская сволочь! Катись ты к ядрене матери! Алло! Алло! Bitte schön. Unsere Panzerspitzen drehten westlich von Berlin nach Süden ein. An diesem Tag fuhren wir nach Sachsenhausen. Что вы с ним делать будете? Его расстреляют. Почему? Он же прятался! Ну и что? Он из охраны лагеря. Точно. Ну это еще нужно выяснить. Wie fühlen Sie zur Wachmannschaft? Sind Sie Angehörige der SS? Warum verstecken Sie sich hier? Ну что, выяснили? Что он там брешет? Он говорит, что он не из лагерной охраны. Ты что, фашисту веришь? Нет, я хочу знать правду. А ты лагерь видел? Видел, что там с нашими сделали? Здесь недалеко, всего один километр. Там можешь убедиться. Кончай, ангел правосудия. Чего ты тут агитируешь? Откуда ты такой взялся? Я из Киева. А я из Ленинграда. Врешь. Врешь ты, ленинградцы не такие, как ты, понял? А ну, катись отсюда! Спрячь! Пошли! Пошли! Das Lager war leer, bis auf Kranke und Sterbende. Die SS hatte die Häftlinge weggetrieben. Wir sind zu spät gekommen. Aber wir werden die Schuldigen kriegen. Was werden Sie dann sagen?
Ich habe 2 Jahre hier im Krematorium gearbeitet. Dazu gehört auch der Gasraum. Können Sie uns die Funktion der Anlage erklären? Ja. In diesem Behälter kam eine Flasche mit Blausäure. Der Behälter wurde dann verschlossen. Hier wurde Luft hineingedrückt und durch die 2 Heizkörper erhitzt. Die Flasche wurde zerdrückt und die Blausäure verdampfte durch die heiße Luft und ging als Gas in die Gaskammer. Und wie lange dauerte es, bis der Tod eintrat? Das ging sehr schnell. Schätzungsweise 10 Sekunden, dann fielen die Menschen um und röchelten und stöhnten so komisch, so im Kehlkopf. Wir waren draußen und konnten das sehr gut hören und auch beobachten durch die Gucklöcher. Dann waren die Menschen tot. Auf welcher Weise wurde das gemacht? Das war so. Hier wurde der Betreffende gleich von einem SS-Mann in Empfang genommen. Er fasste ihn an die Oberarme und führte ihn hier an der Wand immer lang. Und hat sich dabei mit ihm unterhalten, damit derjenige abgelenkt wurde. Stellte ihn dann hier vor den Schlitz, drückte ihm das Kinn etwas hoch, damit er richtig davor stand, hielt ihn an den einen Oberarm noch fest und deutete ihm dann, dass er die Augentafel lesen sollte. Dann fiel der Schuss. Welcher Nationalität waren die Menschen, die auf solche Weise vernichtet wurden? Es waren Menschen aller Nationen, aber hauptsächlich Russen. Zum Beispiel sind im Laufe von 2 Monaten, im September und Oktober 1941, 13.500 russische Kriegsgefangene in meiner Anwesenheit erschossen worden. Seit wann sind Sie in diesem Lager gewesen? In dem Lager war ich seit 1938. Können Sie uns erzählen, was hier im Lager geschehen ist? Ja. Und wie konnten Sie hier leben? Ich war den größten Teil des Jahres nicht hier, ich war viel unterwegs. Durch meine Arbeit, verstehen Sie, war ich unterwegs. Aber ich vermute, Ihre Frage zielt auf etwas anderes. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, einem Deutschen zu glauben. Ich habe diesen Zustand verabscheut. Die Deutschen sind gemacht, das Gute aller Nationen zu sammeln und zu vereinbaren, sagt Kant. Ich besitze die Gesamtausgabe von Reglern. Ich bin Landschaftsgestalter. Ach, was, Wolfgang? Das ist немножко Musik, wie schärfen. Wenn Sie uns alle erschießen, sind Sie im Recht? Wir wollen niemanden erschießen. Verzeihen Sie. Я поеду заправляться. Aber vielleicht unterschätzen Sie die Unwiderstehlichkeit der Nazi-Bewegung. Ich spreche von Unwiderstehlichkeit vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Sie haben Kant zitiert. Verstehen Sie, man hat ihn entstellt. Der kategorische Imperativ des Sich-Beugens vor jedem Befehl, vor jedem Wunsch der Obrigkeit, das war in diesem Volk angelegt lange vor Hitler. Die Idee, dass gerade darin die höchste Erfüllung der Pflicht läge. Was dann daraus wurde, war nur eine Steigerung. Ein künstlich gezüchteter Begeisterungsrausch des Gehorsams. Und der Gegenpol von so viel geduldig erlittener Erniedrigung war eine Explosion von Sadismus. Ein Phänomen. Unser Gesicht ist so zerstört wie das keines anderen Volkes. Ich persönlich habe mich nicht politisch betätigt. Aber die Kultur steht vielleicht immer in einer beklagenswerten Weise am Rande solcher naturalen Prozesse. Jedenfalls in Deutschland. Er ist auch Deutscher. Sein Vater ist emigriert.
Es wird Leute geben, die die Verhältnisse ändern. Daran sieht man, dass sie Deutscher sind. Am Glauben, am angeborenen Idealismus. Russisch würde ich Ihnen Folgendes antworten. Плохому танцору всегда... Гриша. Ноги мешают. Was heißt das bitte? Das möchte ich Ihnen lieber nicht übersetzen. Diese jetzt meine. Komm, spielen. Auf Wiedersehen. Ты ищешь Германию, о которой только в книжках написан. Я ищу Германию, в которой ты будешь жить. Wie gesagt, ich hatte nie einen Glauben. Ein Volk hat sein Schicksal. Es kann nicht vor den Richterstuhl der Vernunft gebracht werden. Ebenso wenig wie die Natur des Menschen. Ob man davor erschrickt oder nicht, sie ist immer dieselbe. Man kann sie nicht verstehen, sondern nur interpretieren. Ich bin sehr froh, endlich nach langer Zeit mit einem gebildeten Menschen über alle diese Dinge reden zu können. Die Frage ist doch aber, haben wir, auch Sie ganz persönlich, überhaupt Einfluss auf den Gang der Geschichte? Nehmen Sie den Krieg. Vielleicht ist es ein anthropologisches Problem. Auch Sie werden, glaube ich, mit diesem Land kein Glück haben. Es lebt in seinem eigenen Bandkreis. Am Ende einer jeden Zeit herrschen die Cäsaren und die Geschichte kehrt zurück in den primitiven Takt der Urzeit. Aber wie konnten sich hier leben? Konkret. Für den tieferen Menschen gibt es da überhaupt nur eine Möglichkeit, sein Dasein zu ertragen. Ein gewisses Maß an Oberflächlichkeit, dazu eine gewisse freischwebende Intelligenz, die die Fähigkeit hat, sich in die sich dynamisch bekämpfenden Kräfte einzufühlen. Grisha, weißt du, was Heine sagt? Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch. Die Farben nicht nur sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang, das Wort, ich liebe dich, es war ein Traum. Bitte, Stan! Твоя вечная сентиментальность. Послушай, Гриш. Отстань, дурак! Berlin war eingeschlossen. Aber die Zitadelle von Spandau beherrschte immer noch die Havelübergänge. Wir bekamen einen Sonderauftrag. На! Последние капли. Не понимаю. Прочитать тебе еще раз. Ничего не понимаю. Вы идете, а я остаюсь. Бефель ist Бефель. Ты же сам знаешь. Ну? Пошли.
Лейтенант Хекер, ко мне. А то мне сегодня и так. Снять шинель. Эта шинель только на портянке годится. Гриша, а флаг ты забыл? Чингис, давай. Спасибо, Саша. Ахтунг, Ахтунг. Zweiterungen Dere sind unterwegs. Lasst Waffen Ruhe. Значит, начинай. Алло. Алло. Sie wünsche? Wir sind Parlamentäre. Was wünsche Sie? Wir sind die Parlamentäre, öffnen Sie! Как у Шекспира. Oberst Leverenz, Kommandant der Festung. Kapitän Gehmann. Kapitän Gehmann bevollmächtigt dafür die Kapitulationsverhandlung. Oberleutnant Schenk, Majoradjutant. Ich bin Dolmetscher, mein Name ist Hecker. Во избежание ненужного кровопролития командование советских вооруженных сил предлагает вам капитулировать и... Um unnötiges Blutvergießen zu verhindern, fordert sie das Kommando der sowjetischen Streitkräfte auf die Kapitulation... Wir sind bereits ausreichend informiert durch Ihre Lautsprecher. Ich habe in Erwartung Ihres Eintreffens meine Offiziere zusammenrufen lassen, weil ich in einer so schwierigen Situation nicht allein entscheiden will. Sie werden das vielleicht nicht verstehen, meine Herren. Aber für einen deutschen Offizier ist Kapitulation immer nur möglich, bei strikter Wahrung seiner moralisch-ethischen Haltung. Mein Adjutant wird uns die Auffassung meiner Offiziere mitteilen. Schöner Abend. Es riecht nach Frühling. Unverwechselbar. In meiner ersten Garnison, noch lange vor dem Ersten Weltkrieg, gab es einen Park voller Akazien. Nicht übersetze, das ist nur zu dahin gesagt. Sage Sie dem bevollmächtigten Offizier, dass sich SS in der Festung befindet. В крепости находится эсэсовцы. Да-да, я понимаю. Was meint ihr? Er hat verstanden.
Taube Zucker. Meine Offiziere lehnen eine Kapitulation ab. Bedauere. Offiziere не хотят капитулировать. Господин полковник, я бы хотел поговорить с вашими офицерами лично. Er sagt, möchte sich persönlich an ihre Offiziere wenden. Wie bitte? Ich kann für Sicherheit nicht garantieren. Я настаиваю на этом. Wir bestehen darauf. Wie Sie wünschen, bitte. Я хочу ознакомить вас с военным положением. Ich möchte Sie mit der militärischen Lage beherrschen. Первое. Наши войска окружили Берлин. Unsere Truppen haben einen Ring um Berlin geschlossen. На Эльбе встретились советские и американские войска. An der Elbe sind sich sowjetische und amerikanische Truppen begegnet. Der Krieg ist entschieden. Второе. Zweitens. Второе. Крепость Шпандау окружена. Вы больше не можете рассчитывать на эту блокаду. Zweitens möchte ich Ihnen sagen, dass die Festung eingeschlossen ist. Dritte. Sie haben mit keinem Einsatz mehr zu rechnen. Dritte. Мы знаем, что в крепости находятся женщины и дети. Ответственность за их жизни целиком ложится на вас. Drittens wissen wir, dass sich Kinder und Frauen in der Festung befinden. Die Verantwortung haben Sie zu tragen. От себя я хочу добавить, что мы не хотим бессмысленного кровопролития. Ganz persönlich möchte ich Ihnen sagen, dass uns nicht daran liegt, unnötig Blut zu vergießen. Sind Sie eigentlich informiert, wo die Armee Wenk steht? Hier находится армия Венка. Скажи ему, что 12-я армия генерал-лейтенанта Венка разбита южнее Потсдама местечко Ферх. Die 12. Armee des Generalleutnants Wenck ist südlich von Potsdam bei der Ortschaft Ferch zurückgeschlagen worden. Nach unseren Informationen sind die Spitzen der Entsatzarmee Wenck schon bei Döberitz. Was ist wegen spekulativ? Ihre Informationen spekulativ. Waren Sie selbst beim Zusammentreffen der russischen und amerikanischen Truppen? Лично я не был. Selbst war er nicht da. Wir wissen, dass es dabei zu bewaffneten Zusammenstößen gekommen ist. Sagen Sie Ihrem Offizier, dass Verhandlungen zwischen den Angloamerikanern und hohen Offizieren der deutschen Wehrmacht bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Über einen gemeinsamen Kampf nach Osten. Это геббельсовская пропаганда. Das ist Goebbels-Propaganda. Ist Ihnen bekannt, dass ein Führerbefehl die Übergabe von Festungen bei Strafe des Erschießens verbietet?
Sie auch nur anzuhören, ist für einen deutschen Offizier eine Zumutung. Aber ich bin Offizier des Nationalsozialisten. Sind Sie nationalsozialistischer Führungsoffizier? Sind Sie Kommissar? Meine Herren, wir führen eine sachliche Verhandlung. Welche Garantien können Sie uns geben, dass die Goebbels-Propaganda, wie sie sich auszudrücken belieben, nicht der Wahrheit entspricht? Wie ist die Behandlung der Kriegsgefangenen? Ты видел издержку, мой комендант? Поди, брат, брат. Читай. Читай. Wer sich freiwillig gefangen gibt, erhält laut Befehl des Oberkommandos der Roten Armee Nummer 1470 vom 11.06.43 folgende Vergünstigung. Erstens, zusätzliche Verpflegung. Zweitens, gelegen. Was hast du da gemacht? Wir wurden von E-Panzer verfolgt. 5 von uns sind nicht mehr über die Straße gekommen. Und? Ich bin in ein Kellerfenster gesprungen. Hm. Und dann? Der Panzer kam und blieb stehen. Hm. Hm? Und? Ich hatte noch 2 Panzerfäuste und drückte ab. Draufgehalten und? Der Panzer ging mit Flammen auf und fuhr kurz an. Hast du den Panzer fertig gemacht? Ja. Und was passierte dann? Die Klappe ging auf und es kam ein Mann raus. Ein Mann? Was hast du denn da gemacht? Ich hatte nur noch eine Panzerfaust und drückte ab. Auf den Mann drauf? Ja. Was passierte da? Der Kopf und die Arme flogen weg. Dann aber da. Hast du voll drauf gehalten? Ja. Was hast du dafür gekriegt? Eine Auszeichnung. Schokolade. Was? Eine Tafel Schokolade. Diese Scheiße, diese Verdammte! Diese Dreckkerle, dieser Saustall! Die haben ja Augen, sind da! Verleih dir meine Karte, mein Junge. Deine Generation ist Deutschlands Hoffnung. Ist eine anständige Uniform an? Jawohl, Obersturmbannführer. Von der SS? Jawohl, Obersturmbannführer. Hab ich nicht anders erwartet, mein Junge. Nimm ihn mit. Na los, ab! Die sind besser als ihr alle. Also was ist? Was macht Ihr Chef, dieser akademische Heimatkrieger? Ich kann Ihnen zunächst nur so viel berichten, dass das raffinierte Burschen sind. Die wickeln die da oben ganz schön ein. Und die lassen sich natürlich einwickeln. Die Verhandlung ist nicht abgeschlossen. Ich habe doch gleich gesagt, man darf diese Schweine gar nicht erst reinlassen. Da fängt doch der Verrat schon an. Und auf diese Leute haben wir jahrelang Rücksicht genommen. Wir führen einen Schicksalskampf und die schielen schon mit einem Auge auf die andere Seite. Da kann man doch nur hoffen, dass denen der Russe die Kaldaunen aufreißt. Das kann man doch nur inständig wünschen, Mann. Der einfache Mann hält durch. Aber diese ganze Adelskammerin, ja, die macht's klapp. Auf diese ganze andere Gesocks, die Italiener, Bulgaren, Rumänen, da kann ja kein Verlass sein. Aber dass die eigenen Leute versagen in diesem Schicksalskampf, den wir führen, das ist doch ein unglaublicher Verrat und das geht schon seit Jahren, Mann! Bedienen Sie sich. Danke. Ganz einfach, man muss die Parlamentäre abknallen. Und zwar sofort. Das ist nicht so einfach. Was ist nicht einfach? Dann nehme ich selbst die MP und knall die ab. Ich meine, um die moralische Wirkung zu gewährleisten, müsste es nicht nur von der Festung, sondern auch von außen beobachtet werden können. Meine Herren! Ich stelle fest, alle Gesichtspunkte sind ausführlich erörtert und führen zu keinem Ergebnis. Ich schlage daher folgende sachliche Lösung vor. Wir greifen Sie nicht an,
Sie greifen uns nicht an. Sie sagen, der Krieg steht in wenigen Tagen zu Ende. Im Rahmen der dann zu erwartenden Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht wird die Festung übergeben. Das ist Japan. Deutschland. Nein, nein. Нам нужно что-то решить. Немедленно. Может пойти навстречу? Вернуться, чтобы это ложить? Или нет? Хорошо. Будем играть в открытую. Вы хотите выиграть время? Вы пытаетесь спасти свою честь. Ее вы давно потеряли. Не позднее 7 часов утра крепость должна быть сдана. Иначе мы начинаем штурм. Sie haben bis spätestens 7 Uhr früh zu kapitulieren. Sonst wird die Festung gestürmt. Gestatten, Herr Oberst, dass ich die Parlamentäre begleite. Назад. Wir werden zurückerwartet. Wir müssen warten. Sagten Sie nicht, Sie heißen Hecker? Mit den Heckers im Sauerland sind Sie nicht zufällig verwandt. Hecker Schneidwarenfabrik. Da gibt es die Heckers in Lüdenscheid und die Heckers in Wolde. Sie sind Geschäftsfreunde unserer Familie. Haben Sie irgendwas zu tun damit? Nein, ich bin aus Köln. Sehen Sie? Ich hatte gleich den Eindruck, Sie sind aus der Gegend. Wann waren Sie zuletzt zu Hause? Vor längerer Zeit. Ich war Weihnachten da. Sieht schlimm aus mit den Bomben. Das wird was kosten. Das wieder in Gang zu bringen. Tja. Was werden wir machen nach dem Krieg? Was meinen Sie? Na, Sie haben sich ja schon entschieden, wie es scheint. Ja. Ist der Kamerad hier? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe da keine Vorurteile. Ihr scheint aber ganz anständig zu sein. Wir werden ihn jetzt hier auch überwinden. Wo ist denn jetzt der Video? Was haben Sie vor? Es gehört zu den Spielregeln. Автоматы не входят в условия игры. Их вывози.
Ihr Weg führt dort lang. Auf Wiedersehen in Köln! So Gott will. Handelt, bevor es zu spät ist. Es bleibt euch bis 7 Uhr noch eine Stunde. Deutsche Soldaten der Festung Spandau. Es bleiben euch bis 7 Uhr noch 5 Minuten. Das ist mein zweiter verlorener Krieg. Es war der 1. Mai. In Berlin wurde noch gekämpft. Aber für uns war der Krieg aus. Yok, şeytanın sokkan arvası. Zurück? Bist du von den Panzerjägern? Nein. Die wollen Benzin holen, uns ist das Benzin ausgegangen. Ich bin blind geschossen, Kamerad. Du bist mit dem Auto gekommen, stimmt's? Ich hab's gehört. Na, ich komme schon ganz gut hin, nur mit Hören. Es ist vormittags, stimmt's? Hast du eine Zigarette, Kamerad? Ja. Gefroren. Ich merke, wenn die Sonne scheint. Wie sieht's denn hier aus? Wo liege ich denn hier? Eine lange Brücke und ein Wasser. Hier.
Deutscher Tabak, was? Aber gut. Französischen mochte ich nie. Der ist zu stark. Wo ist denn der her? Mazedonischer? Aus dem Kaukasus. Da war ich auch mal. 2 Monate. Tja, wir haben viel gesehen, Kamerad. Ich bin aus Magdeburg, da bin ich zu Hause. Ob die Russen da auch hinkommen? Ich glaub's nicht, dass die da hinkommen. Vorher passiert noch was. Bist du noch da? Ja? Bitte schön. 595, 996, 997, 998, 999, 1000! На 1000! Ура! Ура! Thank you.
Спасибо за Шпандау. Дайте сибиряку отведать ваши пельмени. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Что ж вы стоите? Видите, видите кино, видите? Товарищи, товарищи, это немецкие антифашисты из фильма «Бранденбург». Принимайте гостей. Прошу, товарищи. Genossen, лейтенант Гекер из Кёльна. Du bist Deutscher? Ja. Und du heißt Hacker? Mhm. Tja. Kennst du den Max Hacker? Ja. Das ist mein Vater. Lebt er? Natürlich. Heißt du Gregor? Ja. Dann musst du mich doch kennen. Ich bin doch oft bei euch zu Hause gewesen. Mit dem Motorrad. Ich weiß nicht. Mensch. Dass du der Gregor bist. За тобой тост, лейтенант. За мою мать. Auf meine Mutter.
Was hast du wieder gemacht, Gregor? Ich muss gefallen sein, Mama. Weil du nicht aufpasst, wo du deine Füße hinsetzt. Ich glaube, ich bin irgendwo runtergefallen. Weil du nicht aufpasst und nicht hören kannst. Mit 8 Jahren hast du schon Zigaretten geraucht. Ich glaube, ich muss wieder aufstehen. Und mit 15 hast du Schnaps getrunken. Alles viel zu früh. Man muss sie alle aufhängen. Jawohl, aufhängen muss man sie. Jeden, der noch eine Uniform trägt. Mit Stumpf und Stiel ausrotten. Das Pack von Schutz hat nie anders in diesem Land. Sonst fängt das in 20 Jahren wieder an. Скажи ему, что я разделяю его чувства. Der General möchte Ihnen sagen, ich verstehe Ihr Gefühle. Но одними чувствами нельзя делать политику. Aber mit Gefühlen kann man keine Politik machen. Иметь плохой советчик. Und Rache. Плохой советчик, особенно для будущего. Und Rache ist ein schlechter Ratgeber. Besonders für die Zukunft. Soll ich es Kindern erklären? Wie? Kindern? Ja. Ich bin Deutschlehrer. Ich werde nach Kiew zurückkehren. Wie konnte Hitler andere Mann sein? Das wird vielleicht einmal in den Schulbüchern stehen. Die Industrie hat bezahlt, die Reichswehr hat ihn gestützt, die ganze Militärkriege, die Macht hat man ihm zugesteckt. Verstehst du denn was? Aber wie soll ich das erklären? Goethe und Auschwitz, zwei deutsche Namen, zwei Namen in einer Sprache. Das ist auch meine Sprache. Unsere Einheiten führten keine Kampfhandlungen mehr. Wir fuhren zurück nach Spandau, um die Kommandantur zu unterstützen. Unser erster Auftrag im Frieden. Sieh dir das an, Kurt. Spiel dir mir noch die Platte vor. Fallen zu viel.
Granaten, sie rissen in unsere Reihen so manche blutende Lücke. Wir deckten die Straße, wir schützten Madrid, wir hielten die Arganda-Brücke. Jetzt blüht wieder Mohn im Karamatal und blüht vor unserem Graben. Wie ein blutroter Teppich bedeckt das Land, wo so viele der Besten begraben. Aber später und immer und überall, wenn Arbeiter sitzen beisammen, wird erklingen das Lied der Karamaschlacht, wird zum Kampfe die Herzen entflammen. Und einmal dann, wenn die Stunde kommt, da wir alle Gespenster verjagen, wird die ganze Welt so heranfront wie in den Februartagen. Kommen viele zurück, so wie du, in der Armee? In der Armee? Und anders? Auch Junge? Alte und Junge. Wie war's hier? Ich war ab 41 drin. Zuletzt habe ich bei der AEG gearbeitet in Henningsdorf. Was willst du jetzt machen nach dem Krieg? Wichtig sind jetzt die Schulen. Ich denke die ganze Zeit daran. Ich muss doch selbst noch zur Schule. Bin nur bis zur 7. gekommen. Komm schnell. Ich habe einen Wagen nach Oranienburg. Слушай, мне живот болит со вчерашнего. Быстрее поехали.
Что за гора эти? Так точно, гора. Подошло. А мы вас по усам. Считайте. Ну, прямо неинтересно играть, младший лейтенант, а? Не везет тебе что-то, а? Ну, ладно, как говорится, не везет. В игре повезет в любви, а? Вы оттуда? Вы уже видели американцев? Только далеко мне будет. Ну, их 3 года не видели. Так зачем их видеть сейчас? А он боится, что его невеста на порог не пустит без орденов и медалей. Вот и хочет рассказать ей про американцев. Ну что ж, младший лейтенант, сыграем, что ли, еще разок? Глупая игра. Ну, я у тебя еще выиграю. Ну-ну. А ты лейтенант? Да нет. Нам надо ехать дальше. В Шпандау. Ну что ж, садись, сержант. Я прибыл неделю спустя после наступления. Я был в артиллерийском училище. А наш транспорт застрял. Да, это боевая. Кто там движется, а? Наверное, наша смена. Мы стоим здесь со вчерашнего дня, ничего. Только сегодня утром громыхало что-то со стороны Берлина. Эх, черт! Нам их надо пропустить. Что они делают? Т-34. Орудие 85, мощность 500 лошадиных сил, а скорость навесности 35 километров. Они же пьяные! Прекратите стрелять! Мы же свои! Чингис, бери же назад! Давай быстрее садитесь! Сейчас. Am Morgen des 2. Mai waren etwa 30.000 Mann der in Berlin eingeschlossenen deutschen Truppen nach Westen durchgebrochen. Die Verluste auf beiden Seiten waren groß. Okay.
собираетесь агитировать? Так точно. От меня хотите получить боевое прикрытие? Так точно. Ничего ты от меня не получишь, друг милый. А мои ребята расквитаются с немцами. Товарищ подполковник, я хочу обратить ваше внимание на приказ командования. Товарищ подполковник, приказано избегать ненужных потерь с обеих сторон. Не смеши, капитан. У немцев тоже такой приказ, что ли? Агитируй их, а не меня. Именно для этой цели по приказу командования и командирован в вашу часть. Я остаюсь здесь. Bisher war hier alles ruhig. Ich habe hier noch keinen Lanzer gesehen. Nur heute Nacht war es so laut. Und dann haben wir gedacht, das wären die Russen. Kommt man darüber? Ja, über den Steg. Она толком ничего не сказала. Может, рискнем? Достань белое полотно. Қандай жақсы ат, өте тамаша. Шал, бұндай атты сақтау керек. Қандай тамаша, әттен сәл жалқаулау, мұршерге тартқан. Өте тамаша ат. Әттен жалқаулау, сәл мұршерге тартқан. Жерге! Шал, өте тамаша ат. Бұндай атты сақтау керек. Маған атты бересің ба? Қанша, Чингис? Қандай тамаша ат. Wir brauchen weißen Stoff. Los, rein! Für eine Fahne. Wir machen hier keinen Krieg. Soldaten und Offiziere. Warum verlängert ihr den Krieg, der verloren ist? Hitler ist tot. Gebt euch gefangen, oder ihr werdet dem vernichtenden Schlag der Sowjetarmee nicht entgehen. Они боятся. Говори им проще, прямо. Deutsche, lauft nicht weg! Hört auf mich! Kommt zu uns, hier ist eure Rettung! Wohin wollt ihr? Der Krieg ist aus, gebt euch gefangen, dann werdet ihr leben! Ушли. Давай музыку. Саша!
Ich wiederhole. Gehen Sie zum Wasser und überqueren Sie es einzeln und hintereinander. Ich wiederhole. Gehen Sie einzeln und hintereinander. Am Ende des Stegs legen Sie die Waffen nieder. Achtung! Werfen Sie jetzt die Waffen weg. Kommen Sie einzeln und mit erhobenen Händen hierher. Legen Sie auch die Pistolen ab. Auch die Handgranaten. Junge, was machst du da? Verschwinde! Старшина подрез самоходным орудием и 4 бронебойными снарядами прибыл в ваше распоряжение. Зачем мне нужны твои снаряды? Бронебойные. Катись к черту. Назад! Wir sollten über die Spandauer Brücke dem Führer den Weg frei machen. Auf der Brücke lagen Tote. Ich lief über die Brücke. Granaten detonierten. Pflaster flog hoch. Als ich an der Ecke war, war mein Fuß heiß. Willst du hier bleiben?
Können Sie mir eine Liste aller Gefangenen anfertigen? Jawohl, kann ich machen. Wie heißen Sie? Willi Lommer. Und wo kommen Sie her? Sie werden sich kaputt lachen aus Berlin. Warum soll ich lachen? Na, wir können mitlatschen. Ihr könnt doch längst zu Hause sein, zivil an. Mich hättet ihr nicht gekriegt. Und warum sind Sie mitgelatscht? War Ihnen nicht klar, dass der Krieg verloren ist? War mir schon vor einem Jahr klar. Dann war mir wieder nicht klar. Der Mensch denkt langsam. Zu langsam. Hoch war. Achtung, deutsche Soldaten! Kommt her zu uns! Lauft nicht weiter in euer Unglück! Hier sind schon über 100 eure Kameraden. Folgt ihnen! Zögert nicht! Wer ist hier der rangälteste Offizier? Und Prosit Starschewa. Старше это я. Капитан лейтенант Марс. Старший лейтенант Цыганюк. Учись, интеллигент. Da drüben soll noch einer sein, den ich kenne. Kann ich noch mal rüber? Sprechen Sie. Achtung, Achtung! Emil, hör mal! Na los! Wink doch mal, wenn du mich hörst! Hier ist Willi! Hier spricht Willi Lommer! Ich bin hier oben bei dem Haus, wo die weiße Fahne ist! Kommt hier rüber, ehe ihr noch irgendwo gebiert! Kommen noch welche. Acht Mann. Und dann rücken wir ab. Nach Russland, wa? Hm. Wird ein paar Jährchen dauern, wie? Wird nicht leicht werden. Na ja, du warst ja schon da. Kein Schall, kein Schall. Da, da. Zeit. SS. Die machen uns fertig. Die machen uns alle fertig in letzter Minute. Gib mir eine Waffe! In Ruhe!
Deutsche schießen auf Deutsche. Pfui Teufel. Sie können mir mal meinem deutschen Arsch lecken. Bis ihr nicht mehr schießen könnt, ihr Verbrecher. Bis ihr begriffen habt, dass es damit vorbei ist. Ein für allemal vorbei. Kannst du bei mir zu Hause einen Brief abgeben? Ist nicht weit vom Alex. Ich werde es finden. Bestimmt. Ich bin Deutscher. Ich war 19 Jahre alt.